Wenn es mir schlecht ging oder ich nicht einschlafen konnte, ist sie oft an mein Bett gekommen und hat mir Geschichten erzählt. Und häufig hat sie ein Gedicht aufgesagt. Ich würde es hier gern. Du Traum auf meiner Stirn. Durst auf meinen Lippen. Du Kleinod in meinem Herzen. Komm, lass dich beschützen. Du hast uns Kinder, Kathi und mich und meinen kleinen Bruder. Du hast uns lange beschützt. Wir sind jetzt erwachsen, wir müssen uns selber beschützen. Aber du hast sicher keine Vorstellung davon, wie schwer uns das fällt. Damals am Grab meines Vaters hast du mir gesagt, er wird weiterleben. Solange wir ihn nicht vergessen, wird er in unseren Herzen weiterleben. Kommst du nicht mit nach oben? Gleich. Ich will erst noch sehen, ob Post für mich da ist. Du brauchst keine Angst zu haben. Ich will mich nicht mehr streiten. Ich auch nicht. Es gibt ja auch keinen Grund mehr, oder? Es gab nie einen. Umso besser. Ich will mich noch ein bisschen frisch machen. Hallo. Ich war gerade dabei, nachzusehen, ob Post für mich da ist. Dabei will ich dich auch gar nicht stören. Du störst mich. Nee. Ich wollte dir nur sagen, es war gut, dass du nicht auf mich gehört hast. Dass du trotzdem gekommen bist. Es hat mir Kraft gegeben. Aber ich habe auf dich gehört. Dein Herz hat mich gerufen. Ganz laut. Du schon wieder? Ich wollte nur Tschüss sagen. Was denn, du bleibst nicht? Ich will nach Hause. Du weißt am besten, was gut für dich ist. Aber verkriech dich nicht in deinen vier Wänden. Wenn dir die Decke auf den Kopf fällt, dann rufst du an. Versprochen? Versprochen. Bianca, du weißt, dass ich dich sehr gern habe. Ja, weiß ich.
Dieses Mottenpulver geht mir gar nicht aus der Nase. Vielleicht komme ich auch morgen schon wieder zur Arbeit. Du solltest doch längst weg sein. Ich kann nicht weg. Ich muss bei dir sein. Wenn du nicht mehr in die Bank gehst, dann macht die bald pleite. Ist mir egal. Wer bezahlt dann unser Haus? Ich will nur mit dir zusammen sein. Also doch arbeitslos und Strohhüte. Solange du bei mir bist. Aber ich muss arbeiten. Was machst du als nächstes? Sophias Zimmer aufräumen. Oh Gott, du Arme. Sophias Chaos. Angst, dass uns jemand entdeckt. Niemand wird uns entdecken. Wenn das unser Zuhause wäre, dann könnten wir uns jetzt küssen. Wann und wo wir wollten. Ja, das könnten wir. Wir könnten alles tun. Überall. Ich würde dich beim Kochen verführen. Ich würde dich vom aktuellen Sportstudio abhalten. Das würdest du nicht wagen. Ich würde noch ganz anderes wagen. Puh. Halt mich mal fest. Seit wir auf der Yacht waren. Bereust du es? Keine Sekunde. Seitdem ist alles so anders. So, als gäbe es nur noch uns. Ja. Ich wäre so gern mit dir allein, wenn es nur für einen Tag wäre. Wieso mein Bett? Willst du damit andeuten, wir hätten getrennte Schlafzimmer? Wenn du dich nicht anständig benimmst. Ich benehme mich immer anständig. Ich würde dir sogar den Hausmann spielen. Und ich wäre die erfolgreiche Geschäftsfrau, die das Geld nach Hause bringt. Warum nicht? Dafür würde ich mich regelmäßig über die nicht zugeschraubte Zahnpastatube aufregen. Okay, dann müsstest du mir die Puschen bringen. Gut, dafür müsstest du den Müll runterbringen. Ich freue mich für dich, dass dein Bruder wieder da ist. Das ist echt komisch. Eigentlich bin ich ja die große Schwester, aber jetzt kommt es mir manchmal so vor, als sei er der Ältere. Wenn er so lange durch die Weltgeschichte gereist ist, das wundert mich gar nicht. Eigentlich will ich jetzt gar nicht über meinen kleinen Bruder reden. Worüber denn? Zum Beispiel, warum du mich unbedingt abholen wolltest. Weil ich eine Überraschung für dich habe. Was ist es denn? Willst du mich entführen? Wohin denn? Einsteigen, nicht fragen. Na schön. Schließ die Augen und genieß es. Wie findest du es? Ganz schön. Gefällt es dir nicht? Doch, ist wunderschön. Willkommen. Willkommen zu Hause. Was?
gehen? Oh Gott. Für wie lange? Für 3 Tage. Der gehört jetzt dir. Ich hatte vergessen, dass Flammen und Feuer auch romantisch sein können. Nichts Bedrohliches und Zerstörendes. Diese Wärme und Ruhe, die einem ein Gefühl von Geborgenheit geben. Wie die Liebe. Warum lachst du? Das war nicht fair. Ich hab dir doch gesagt, dass du die Luft auf keinen Fall länger anhalten kannst als ich. Wenn du fair spielen könntest, dann könnte ich das schon. Auf gar keinen Fall. Ich beweise es dir. Du hattest schon eine Chance. Du hast geatmet. Ich gebe mich geschlagen. Weißt du eigentlich, wie schön es ist, ein ganz normales Leben mit dir zu haben? Wir zwei allein. In unserem eigenen Haus. Wir können tun, wozu wir Lust haben. Guten Morgen, Herr Wellinghoff. Ja, Karl. Haben Sie was Schönes geträumt? Ich kann schon gar nicht mehr zwischen Traum und Realität unterscheiden. Es scheint sich ja alles irgendwie zu vermischen. Ich habe die ganze Nacht an dich gedacht. Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt geschlafen habe. Dann waren wir beide wach. Ich habe auch nicht geschlafen. Ich will mich nicht von dir bedienen lassen. Ich will dich nicht bedienen, ich will dich verwöhnen. Wenigstens nach außen könntest du einen seriösen Eindruck machen. Es war wunderschön mit dir gestern. Wie geht's jetzt mit uns weiter? Wir werden uns sehen. In unserem Zuhause. Wann? Ich rufe dich an, sobald ich Luft habe. Ist das in Ordnung? Natürlich. Haben Sie noch einen Wunsch, Herr Wellinghoff? Hm? Den habe ich vom Joggen für dich mitgebracht. Liebesperlen? Mhm. Aber bitte nicht essen. Danke. Wo bist du gerade? In Gedanken. Bei uns. Und offiziell? Bei Benny Goldner. Hast du keine Angst, dass das alles rauskommt? Ich habe wirklich die ganze Woche für Geschäfte mit Goldner reserviert. Aber es ist schon alles unter Dach und Fach. Wir müssen nur noch die Verträge unterschreiben. Ist eine reine Formsache. Heute kommt er zurück. Heute?